Es ist Nacht und alle Menschen im Palast der Königin von Aragon liegen in tiefem Schlaf. Nur die Hofdame Leonora ist hellwach. Und das hat seinen Grund, sie ist verliebt. Leonora hat sich in einen Unbekannten verliebt, der ihr allnächtlich ein Ständchen vor dem Balkon ihres Zimmers bringt. In ihrer Arie erinnert sie sich zunächst daran, was sie empfunden hat, als sie zum ersten Mal diese Stimme hörte. Im zweiten, lebendigeren Teil verrät uns die hüpfende Melodie, die quasi das Herzklopfen Leonoras hörbar macht, dass sie sich vor Vorfreude kaum zu halten weiß und möglichst bald wieder die Stimme dieses Troubadours hören möchte. Es singt die usbekische Sopranistin Hulka Sabirova, die der Deutschen Oper Berlin seit 2009 verbunden ist. Sie war hier bereits in vielen tragenden Rollen zu hören, unter anderem als Madama Cortese in Rossinis Il Viaggio a Reims oder auch als Rosalinde in Die Fledermaus. Hulka Sabirova wird begleitet vom musikalischen Headcoach der Deutschen Oper Berlin, John Parr. See you.